Nach 18 langen Staffeln erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem Pop-Titan ließ RTL Mitte März 2021 die Bombe platzen. Dieter Bohlen sitzt ab der 19. Staffel nicht mehr in der DSDS-Jury. Es ist das Ende einer Ära. Fast zwei Jahrzehnte lang prägte und spaltete der Chefjuror die deutsche TV-Landschaft. Vor allem für seine legendären Sprüche, die sich meist nicht so talentierte Kandidaten anhören mussten, liebten und hassten ihn die Zuschauer. Wir erinnern uns an seine besten Sprüche. Bei diesen Sätzen wussten die Kandidaten direkt, dass sie lieber zu Hause hätten bleiben sollen. Wir suchen hier Vulkanausbrüche und keine Furzfontänen. Du hast einfach nichts drauf außer Zahnbelag. Oder du bist wie eine Wolke. Wenn du dich verziehst, könnte es noch ein schöner Tag werden. Lauteten knallharte Urteile, bei denen der ein oder andere Hobbysänger sich sicher persönlich angegriffen fühlte. Etwas mehr Glück hatten die Kandidaten, bei denen lediglich das Gesangstalent kritisiert wurde. Wenn du deine Stimmbänder in die Mülltonne schmeißt, ist das artgerechte Haltung. Und wenn du bei mir im Keller singen würdest, würden die Kartoffeln freiwillig geschält nach oben kommen, war sich Dieter sicher. Gerne verglich er die Gesangsleistungen auch mit denen von tierischen Zeitgenossen. Es klingt so, als hätte man irgendwo bei euch in der Familie einen Seehund eingekreuzt. Jeder Specht im Wald hat mehr Taktgefühl als du, meinte der Juryboss auch. Du klingst, wie wenn ein Schaf an den Elektrozaun pinkelt, sagte Dieter zu einem Kandidaten. Die Sprüche von Dieter Bohlen waren meist knallhart. Bei den Zuschauern sorgte er damit aber immer wieder für Lacher. Laut Statistik können 80% der Deutschen nicht singen, davon warst du 79%, so Dieter. Vergiss das mit der Musik, mach irgendwie so Unterwäschemodel im Radio, scherzte der Pop-Titan. Ich habe vorher Schnitzel mit Gurkensalat gegessen und der Gurkensalat war musikalischer als du, sagte Dieter nach dem Auftritt eines Kandidaten. Einem anderen Teilnehmer ließ er wissen, selbst wenn du der einzige Bewerber wärst, wärst du nicht der Beste. Das war nicht Halleluja, das war Hallelu-Nein, sagte der Chefjuror nach dem Auftritt einer Kandidatin. Dieter spielte perfekt das Image des fiesen Jurors und sagte einmal, ach, wieder jemanden das Leben versaut, ja wollo. Wenn Dieter begeistert war, gab es aber auch schon mal ein Kompliment für die Leistung der Kandidaten auf gewohnt lustige Weise. Ich würde echt mein linkes Ei geben für eine Stimme, wie ihr sie habt, ließ der Teilnehmer im Recall wissen. An seinem eigenen Können zweifelte der Pop-Titan nie. Ich würde auch 5 Kilogramm Hackfleisch in die Charts kriegen, prahlte Dieter Bohlen.